Hallihallo und willkommen bei Ghost Recon Wildlands. Wir sind am Weg zum nächsten Einsatz und sind auf eine Patrouille gestoßen. Ja, ich wäre fast drauf gestiegen. Ich nehme den, der sitzt, und du, den, der steht. Achtung, die Soldaten werden dann wahrscheinlich gleich alarmiert sein. Mhm. Okay, zieh an. 3, 2, 1. Super, nicht alarmiert. Nicht alarmiert. Ich hätte den Leutnant. Na, ich bin zu... Okay, dann warte, bis du Position hast. Ich bin gleich... Ah, jetzt stehe ich schön. Also, sag, du hast Bescheid. Den Leutnant oder ziehen ja. Bei dem Leutnant? Ich habe den Leutnant. Okay. Geht? Ja. 3, 2, 1. Hab ihn. Das war daneben. Einer noch übrig. Kein Schutzfeld auf ihn. Jetzt kommt er zu mir. Yes, das waren sie. Na nett. So, und eigentlich wollten wir da irgendwo zum den Flugzeug. Flieger, den wir schon mal versucht haben. Ah, der ist da drüben, gell? Schauen wir mal. Ja, da drüben. Okay, ich werde dann laufen. Wird er mir jetzt nicht angezeigt, komisch. Oh, jetzt. Ja. Ich werde mich da am Hügel positionieren. Ja, das ist der Hügel, von wo er sich immer den Flughafen macht, also diesen kleinen Flugplatz. Da sieht man sie relativ gut. Okay. Und zwar fast besser ist noch von... Ja, ich habe jetzt einen Haufen Blätterwerk. Ja, ja, von da. Da, wo ich jetzt stehe, von da triffst du das fast alle. Wo bist du? Ich sehe dich gerade nicht. Freies Schussfeld. Ah, da! Gut, wenn du da hoch oben bist, gehe ich hier ein Stück runter. Du kannst dich da herschmissen, wenn du willst. Ich könnte ja auch ein Stück runter gehen. Wie du willst. Ich gehe am besten an die Straße, oder da unten ist auch nochmal ein... Ich glaube, einer fehlt noch, ja. Ja. Vier unter Leuten und sonst. Einer fehlt. Ob da nicht irgendwo... Ah, da hinten ist er. Ah ja, jetzt ziehe ich ihn noch. So, ich lege mich da mal hin. Okay, ich habe den ganz rechts im Visier. Ich bin Leutnant. Kannst du anzählen. 3, 2, 1. Geht mal wieder ins Blatt. Hab ihn. Schön. Okay. Hab ihn. Ja. Perfekt. Habt ihr einen? Oder? Ja. Gut. Laufen. So, dann versuchen wir den Flieger nach Hause zu bringen. Schauen wir mal, ist die Landebahn frei? Ja, spannend, oder? Mhm. Haben wir irgendwo was zu markieren? Oder alles beim letzten Mal erledigt? Nein, jetzt nichts. Ich krieg nichts angezeigt. Na passt, aber ich hol mir Munition. Siehst du, das war's. Kannst du machen. Muni. Da ist die Muni. Ja, 12 liegt da herum. Gut. Check schon mal den Flieger. Genau. Ich werde Pilot. Will ich das? Hm. Wenn ich überlege, was beim letzten Mal so war. Nicht keine optimalen Flugbedingungen, sage ich gleich. Kurve.
jetzt können wir dann langsam Schleife einfliegen. Ganz leicht. Ich wäre super Fluglehrer. Wie bringe ich ihn jetzt dann runter? Muss ich ihn aufstellen und Gas wegnehmen? Ne? Gas wegnehmen, Schnauze ganz leicht nach unten. Das kannst du jetzt schon im Anflug beginnen. Weltklasse. Durchgeschwitzt. Wo fährt der hin? Zu ihm fahren, wo er will. Genau. Abgesetzt. Erledigt ist. Es ist erledigt. Es ist geschafft. Der Flieger ist zu Hause. Ja, so danke. Ist es. Danke. Oh. So, was haben wir als nächstes? Okay. Wir hätten ja, das einmal erledigt. Rechts oben hätte ich noch, glaube ich, einen Story-Einsatz. Stimmt, ja. Was ist das? Das ist so. Mit Waffenkisten. Oh, erreichen Sie die Basis Armadillo. Der Unidad-Hauptmann in der Basis Armadillo schickt La Yuri und El Pulito häufige Gefangene zum Verhör. Begeben Sie sich zur Basis Armadillo, spüren Sie den Hauptmann auf und finden Sie heraus, was er weiß. Okay. Passt? Okay, passt. Markiert. Ein Unidad-Hauptmann namens Fuentes hat mit Julio und Brito gearbeitet. Verhören Sie Fuentes. Mal sehen, was er uns sagt. Hubschrauber? Oder Auto? Hubschrauber. Hubschrauber oder Jeep? Oder Traktor? Na, mit dem Traktor fahre ich dort nicht hin. Ja. Das ist ein Zweck. Haben wir einen Jeep? Ja, ja. Also auf alle Fälle drüben auf der Farm, wo immer die Kartellen weiter sind. Ja. Ja, cool, der Jeep, der kann ich drauf putzen. Wir müssen nur aufpassen, ob da nicht schon wieder Kartellis da sind. Ich schaue schon auf mein Radar, ich sehe aber nichts. Oben an der Straße ist was. Ah doch, sie sind schon wieder. Ach, ne? Ich glaube, ich habe da, ja, da vor dir. Mhm. Da geht der Nächste. Markieren, Hauptmann. Es müssten wieder vier sein und ein Hauptmann. Okay, dann gehe ich mal in Deckung da schauen. Den Hauptmann habe ich. Gesehen. Da ist er. So, dann haben wir sie. Einer muss noch oben irgendwo sein. Den habe ich schon. Na, an der Straße. Ich sehe was im Radar, aber. Aha, okay. Na dann ist noch wo einer. Da. Jetzt habe ich ihn. Auf den Hauptmann. Einer kommt gerade auf dich zu. Ja. Nimmst du den? Ja, ich versuche den Hauptmann. Ja. Von mir aus geht's. Ja, 3, 2, 1. Ich hab ihn getroffen. Achtung, vor dir ist einer. Hab ihn. Sehr gut. Ich dachte, du hast den gerade vorne. Okay. Nein, den da hinten war doch einer. Alles klar. Okay, da oben ist einer. Ich hab keine Munition. Okay, super. Ui, bitte, gut. Verstärkung. Die Kamele, was sollen wir tun? Kommt runter.
Ja, ich sehe ihn, da bewegt sich so viel, das. Ups. Ja, ist sehr schön. Der Bangu ist hin. Gut gemacht. Hat das übersetzt. Okay. Da im Fluss, und wo ist der Jeep? Vor dir steht einer. Na, aber da ist der. Ah, und da ist einer mit dem Knie. Aber da ist ein Kind eigentlich. Piekst das? Ja. Schütze. Also, wo ist der nochmal hin? Darauf, den Hauptmann. Okay. Ich habe eine Nachtsichtgerät. Ich sehe euch alle. Gut ist. Schneller, schneller, schneller. Nein, wir schießen ja doch ziemlich. Ah, da vorne ist eine Patrouille. Soll ich achten? Da hängt einer. Ja, das sind. Da können wir Kiste mit einer Versorgungskiste bestellen, okay. Da rein. Ruhe. Alles klar. Dann gehe ich da mal gleich ein Stück drauf. Mhm. Ich habe im Leutnant keine Sicht. Ich habe. Ich könnte ihn rausnehmen. Moment, ich lege mich hin und. Ich habe mal die 2. Also nimm du den Leutnant, ich nehme eine von den 2. Passt. Von den 3, 3 sind es. Ja. 3. Geht schon. 3, 2, 1. Ajuda! 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 Achtung, er kommt. Erledigt. Das war's. Warum stehen die da vorne? So, da ist, glaube ich, wieder dieser. Das ist wieder dieser LKW-Konvoi. Ja. Den brauche ich nicht. Nein, das. Da wäre zwar. Das Fahrzeug schon das Richtige, oder bräuchte ich nur ein zweites Feuer? Radio weg. So, wie kommen wir jetzt an denen vorbei, ohne dass es da Schwierigkeiten gibt? Wer fällt ein und die kleine Straße, die unten ist? Ah, da ist ein Fass. Ein Fass. Ein Fass. Da ist ein Fass. Bibi. Ah, ich kann da. Die Straße kann ich nehmen, da vorne. Ah, ja. Weißt du nicht, ob wir da lang kommen? Schauen wir auf der Map. Ja, das schaut nicht schlecht aus. Da würden wir da raufkommen und müssten dann da so einen Feldweg rübernehmen. Okay. Oben. Ja, den könnten wir probieren. Okay. Vor allem so mit denen da anlegen. Nicht. Da ist
irgendwo links oben, glaube ich, mit dem Handzack. Der ist, glaube ich, nur am Vormittag drin. Da ist das Ding dann auch da in der Bank, das stimmt. Naja, wenn wir nur Motorrad, ganz fest. Und da zum Garten. Aber er baut da, gell? Ja, das sind Unterzoldaten mit Panzer. Ich sehe sie. Soll ich sie noch? Ja gut, dann hätten wir zwei Fahrzeuge vom Konvoi. Mit Motorrädern, nicht mit Panzer, sorry. Achso, na Motorräder bringen wir uns. Oder wolltest du mitnehmen? Nein, nein. Die kommen schon noch dran. Irgendwann. Der Panzer wäre gut gewesen, dann hätten wir zwei. Leider nein. Nein, das ist noch. Da kommen wir nicht rüber. Da kommen wir nicht rüber. Nein, die Straße geht nicht rüber. Ah, die nächste, aber die quert so relativ weit. Ja, ja, es ist. Wir nehmen diese Abzweigung, die jetzt kommt. Die müsste. Die da? Ja. Ja, da wird man rüberkommen. Na, dann nehmen wir es. Was ist das eigentlich? Das sind ein paar. Wie das? Nein, Kartellis. Kartellis. Und ein Fass wäre da. Dann schieß ich mal. Soll ich mir doch, du schießt sie mit deinem Gewehr. Achso, ja, das kann ich auch. Steig ich mal raus. Markiere sie dir. Du siehst, was sie bewegen. Einen Moment noch. Okay. Gut. Ich heiz dann voll auf den hinteren Leutnant. Okay, dann nehme ich den vorderen da. Ich brauche ein bisschen Vorlaufzeit. Ja, du sagst dann. 3, 2, 1. Das war's. Schön. Alles sauber. So, dann haben wir da. Oh! Ja. Das ist bei mir. Ein Fass. Ja. Und eine Nahrungsmittelkiste. Bei Gelegenheit meine Fertigkeit zu zeigen, die ich dann in 29 Punkte. Applica ora mismo. Nuestra missione. Ist das toll? Was denn? Durch die Bumper. Ja. Ja, drin, soweit ich das sehen kann, ja. Jawohl. Damit man ein bisschen was von der Gegend sieht. Das ist, aber schau, da gerade runter, halt mal an. Da unten wäre der Einsatz. Mhm. Laufen wir das? Wir könnten sich jetzt schon eine Position suchen. Können wir machen, ja. Ich lass dich mal aussteigen da und bewege mich mit dem Fahrzeug da runter. Du okay. Kannst da irgendwo eine erhöhte Position suchen. Ich muss da noch ein Stück nach vor, aber ich bin zwar noch einiges weg, aber ja.
Ah, Straße, cool. Ich glaube, ich komme direkt in die Ortschaft rein. Ja. Ah, da ist ein Felsen bei der Scheune. Okay. Ich bin zu weit weg. Ich bin noch zu weit weg. So. Aber da drüben zwischen den Bäumen. Ich würde gerne auf die Straße da runterkommen. Aber da drüben zwischen den Bäumen, denke ich. Wäre es cool. Ah, da hängt jede Menge am Baum. Ich bin auf der Straße rum. Ich bin querfeld ein. Ah ja. Das sieht aus wie ein Gefängnis. Ja. Oh, das ist ja sehr mächtig. Ich stell den mal da wo ab. Ja. So, dann schauen wir sich da mal die Umgebung an, die Tibre ist da neben uns. Wir müssen von der anderen Seite auch noch ausspechteln. Ich glaube auf der anderen Seite wäre eine Höhe. Ist da? Ja, kann sein. Ich fahre dann mal dran vorbei und schaue, ob ich da rüberkomme. Ich werde weiter schauen. Das ist der Stützpunkt der Unidad. Wir suchen nach dem Hauptmann, der mit Julio Polito in Kontakt steht. Wir machen das Ziel lebend. Alter, das soll mal stürmen, oder was? Das wird ein interessanter Einsatz. Ich glaube, das ist eine eigene Folge. Ist das deren Ernst? So. Ich stürme den da mal so ab. Hast du angesagt, oder? Aha. Dieser Radio. Okay. Wenn es euch bisher gefallen hat, dann Daumen hoch und schaut wieder rein bei Ghost Recon Wildlands mit Andrin und Tibra. Und wenn wir versuchen, dieses Gebäude oder das Gefängnis zu stürmen. Also dann, ciao. Auf bald. Tschüss.